Buongiorno, ich bin Vito, die Koch von Girasole. Ich zeige Ihnen, wie grüne Bandnudeln gemacht sind. Hier haben wir die Spinat, und dann die Eier und dann Mehl. Und hier sind schon die püriert Spinat mit zwei Eier. Das Rezept läuft für zwei Personen ungefähr. Ich habe 300 Gramm Mehl, 3 Eier und 50 Gramm püriert Spinat, frische. Muss frische sein. So, die Teig lange kneten. Und wenn das richtig gleich ist, no? Alle auf gleiche Farbe und keine Mehl mehr, ist die Teig fertig. Soll die Teig ungefähr 1 mm sein, weil mehr dick werden zu dick. Jetzt fangen wir schneiden die Bandnudel, die lange Seite. Soll 1 cm ungefähr sein. Muss ein bisschen mehr benutzen, weil die kann sein, die Teig kann klebt zusammen. Original ist das System. Die Wasser muss kochen und die Wasser mit Salz. Und die brauchen nie lange kochen, weil die sind frische, so die sind frische Nudeln, die ungefähr 3 Minuten, 4 Minuten, die kommt hoch im Wasser. Die sehr wichtig ist, so die 3 Minuten sind vorbei, jetzt machen wir die Bandnudeln weg vom Wasser. Wir machen jetzt grüne Bandnudeln mit Pfifferling. Wir brauchen für die Bandnudeln frische Pfifferling, Zwiebel, Knoblauch, frische Tomate, Petersilie, Parmesan und die grüne Bandnudeln. So wie erstmal machen in Pfanne die Zwiebel und die Knoblauch. Ganz dünne geschnitten und dann fängt zu braten mit Olivenöl. So, wenn die Knoblauch und die Zwiebel sind ungefähr goldene Farbe, wir machen die Pilzen rein. Wir braten die Pilzen, bis sie nehmen ein bisschen Geschmack von Zwiebel und Knoblauch. So, wenn die Pilzen sind gebraten, wir machen ein bisschen Weißwein. Wir lassen die Wein ein bisschen evaporieren. Und wir gehen weiter mit die Tomate. Die kochen ungefähr 5-7 Minuten, seit die Tomate verlassen seinen Geschmack. Wir machen Salz und Pfeffer. Und jetzt können wir auch die Bandnudeln kochen. So, die 3 Minuten sind vorbei. Jetzt machen wir die Bandnudeln weg vom Wasser. Jetzt die Bandnudeln sind in die Soße mit dem Pfifferling. Wir lassen 1 Minute Zeit, die nehmen den Geschmack von der Soße. Und jetzt kommen die Kräuter, die sehr wichtig, die Kräuter immer auf die Ende. Die Kräuter in diese, wir haben Petersil und ein paar Blätter Basilikum. Die Basilikum so einfach drin, dicke geschnitten und die Petersil kleine geschnitten. Ein bisschen Parmesan auf die Ende. Und kann man das in Teller machen. So, unsere Bandnudeln sind ja fast fertig. Wir machen plus ein bisschen Parmesan drauf und einen Schluck von gutem Olivenöl. So, hier haben wir die grüne Bandnudeln mit Pfifferling fertig, mit ein bisschen Parmesan und Olivenöl. Das ist gekocht mit Gasherd, so Flamme, mit Gefühl und sehr Liebe. Buon Appetito! Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de